Wie ist das heutige Schwechat entstanden? Was ist hier passiert? Wer hat hier gelebt? Beim Stadtspaziergang mit Gitta Pavlovic hörten Interessierte Geschichten über die Stadt und besuchten ihre Sehenswürdigkeiten. Wir fangen hier am Hauptplatz an, dann gehe ich die Stegasse hinüber, dann komme ich zur Wiener Straße, über die Braucherstraße, Wiener Straße rauf, am Grund und dann in den Friedhof. Wie hat sich diese Idee entwickelt? Die Idee hat sich entwickelt, weil ich eigentlich organisatorisch auch tätig bin bei den Fremdenführern, vor allem in Niederösterreich. Und wir uns gedacht haben, eigentlich gibt es in jeder Stadt, wie Sie auch vorhin richtig gesagt haben, Geschichte. Und sogar in Schwechat, wo uns das niemand eigentlich geglaubt hat. Was kann man da führen, heißt es immer. Da gibt es einiges, was man zeigen kann. Und so ist es entstanden, dass wir am Welttag der Fremdenführer, der wird immer im Februar gefeiert, zweimal Gratisführungen angeboten haben. Und dann hat sich das entwickelt. Und so führen wir halt hin und wieder auch für die Gemeinde, für Private oder Vereine was ganz Nettes. 1108 und 1114 wurde Schwechat zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Durch ihre Flüsse war die Stadt immer ein beliebter Ansiedlungsort und beherbergt somit Andenken aus jeder Epoche. Bei einem Rundgang durch Schwechat mit einer geprüften Fremdenführerin lernten die Teilnehmer neue Aspekte ihrer Heimatstadt kennen. Ich bin wohl Wiener, bin in Wien geboren, lebe seit 40 Jahren in Schwechat, kenne Wien sehr gut, aber von Schwechat keine Ahnung, nicht? Außer Rathaus, also die öffentlichen Gebäude, aber sonst den Großen und Ganzen. Darüber möchte ich mich jetzt heute informieren. Was für Geschichten schlummern hier in Schwechat? Ja, vor allem unsere Flüsse, die Geschichten, dann über die verschiedenen Entwicklungen der Industrie, vor allem wie die orientalischen Kompanien gegründet wurden im 17. Jahrhundert, hat sich die Industrie einmal entwickelt durch die Textilindustrie, Baumwollbetriebe, Zuwanderer und dann ganz extrem die Geschichten dann im 19. Jahrhundert mit den großen Betrieben, die dann entstanden sind. Aber grundsätzlich waren eigentlich die Flüsse für die Entwicklung der Stadt ganz, ganz maßgebend. Glauben Sie, schlummern hier einige interessante Geschichten? Davon bin ich überzeugt, dass es hier ganz, ganz viele interessante Geschichten gibt. Und das ist es einfach. Ja, da kann man direkt fragen, da kann man eben nachfragen, wie denn das so war zu früheren Zeiten auch in Schwechat und eben die Menschen auch rundherum, die sich für Schwechat interessieren. Vor allem auch die prominenten Schwechater, die es auch gab. Nicht? Einen Ministerpräsidenten Seidler, dessen Tochter dann diese berühmte Schauspielerin geworden ist. Oder auch natürlich den Eibler, den dürfen wir nicht vergessen, den Komponisten. Und vor allem die Familie Dreher, das sind ganz wichtige Persönlichkeiten gewesen, die unsere Stadt so sehr geprägt haben. Ich bin grundsätzlich so ein bisschen ein nostalgischer Typ. Es schlagt sich nieder in dem, wie ich meine Wohnungen einrichte und was ich, wenn ich wo auch in einer fremden Stadt bin, am ersten wahrnehme. Das sind immer weniger die neuen quasi Prunkbauten, sondern ich mag persönlich ganz gern diese kleinen Feinheiten, die auf unsere historische Vorzeit hinweisen. Und ich kann natürlich nicht jedem auferlegen, jeder soll seinem eigenen Geschmack entsprechend sich an den Neubauten erfreuen oder an den älteren Teilen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man diese historischen Mitbringsel sozusagen hegt und pflegt, damit auch die Vorgeschichte einer Stadt nicht ausstirbt. Es findet ja nicht zum ersten Mal statt, gibt es aber immer wieder neue Dinge, die an die Bevölkerung herangetragen werden. Ich glaube schon, nämlich auch ich beim Erarbeiten, weil das ist nicht alltäglich für mich, dass ich sowas mache. Ich führe viel in Wien und die allgemeine Geschichte, aber immer wieder komme ich auf Kleinigkeiten drauf, wie was hat man gezahlt, wenn man die Mautstelle überqueren musste. Das war ja noch bis ins 19. Jahrhundert hinein und da hat man zum Beispiel 8 Kreuzer pro Pferd bezahlt. So, jetzt wenn man 2 Pferde hat, rechnen wir jetzt das aus, nicht? 16, 32 Kreuzer und ein Kreuzer damals, das war ungefähr 9 Cent. Aber ich habe noch mehrere solche Dinge ausgearbeitet, was für mich auch neu war eigentlich, weil ich mich nie damit beschäftigt habe, was ist heute ein Kreuzer zum Beispiel wert.